Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, da bei Ihnen ein bisschen meine Ideen vorstellen und dann vor allen Dingen auch diskutieren zu können. Das bin ich sehr gespannt drauf. Wir sind ja mitten in einer Aktualität, die, ja, man könnte es nicht aktueller machen. Vor heute einer Woche ist ja das Konjunkturpaket der Bundesregierung vorgestellt worden und eben auch immer wieder das Thema Klimamaßnahmen innerhalb eines Pakets. Von daher ist das ein Projekt, was in der Gestaltung ist, was Work in Progress ist und umso mehr gerade auch sehr spannend, das in der politischen Diskussion abzugleichen. Thema, wie schon gesagt, soll darum gehen, diesen doppelten Anspruch mal abzuklopfen: Klimaretter, Konjunkturrettung. Sie haben das alle mitverfolgt. In den letzten Wochen gab es eine sehr intensive Diskussion in der aufkeimenden Corona-Krise, Klima-, also Konjunkturkrise. Sehr viele Vorschläge, diese Rettung, die jetzt ansteht, die Rettung der Konjunktur auch dazu zu nutzen, vieles neu zu machen, im Bereich Klima, andere Dinge neu zu machen, neu zu gestalten, Gesellschaft neu zu gestalten, Chance. Das klingt oft sehr einfach, klingt sehr überzeugend im ersten Moment. Meine Aufgabe, die Aufgabe, die ich mir gestellt habe und die wir uns stellen, ist, das auch kritisch zu hinterfragen, wie weit möglich ist, wie weit da teilweise die Dinge tatsächlich, wie weit sie tatsächlich miteinander vereinbar sind und beide Dinge miteinander in Einklang zu bringen sind, Konjunkturrettung und Klimarettung oder sonstige gesellschaftliche Fragen. Das ist im Grunde genommen der Kern dessen, was ich in den nächsten Minuten, ein bisschen mehr als Minuten, diskutieren möchte und mich auch auf die Diskussion freue. Ich glaube, die Corona-Krise, und das klingt jetzt vielleicht auch schon ein bisschen abgegriffen, ist ein historischer Moment, jetzt aber in mehrfacher Hinsicht. Erstens haben wir eine solche Pandemie, jedenfalls zu unseren Lebzeiten, noch nicht gekannt und die Konsequenzen, die wirtschaftlichen Konsequenzen in der dramatischen Art und Weise, wie wir sie in den letzten Wochen jetzt beobachten konnten, auch nicht. Auch wenn das nur der erste Schub war, geschlossene Geschäfte, der dramatisch einbrechende Absätze, Umsatz in Unternehmen, hat das schon alle möglichen Dimensionen gesprengt, die wir so in den letzten Jahrzehnten kannten. Das haben wir auch in den Schlagzeilen jetzt ja fast täglich gelesen, gestern die Nachricht, dass der Export um 30% eingebrochen ist und das es noch nie gegeben hat seit Beginn der statistischen Erhebungen in der Bundesrepublik der Exportzahlen. Das ist definitiv historisch. Vielleicht gibt es aber auch noch einen anderen historischen Aspekt, der dazukommt und der für mich oder die Einordnung dessen, der ganzen Entwicklung dieser Wochen auch sehr wichtig ist. Eine wirtschaftspolitische einen historischen Moment mit einem Fragezeichen. Wir haben jetzt letzte Woche, wie gesagt, gerade heute eine Woche her, letzten Mittwochabends, hat die Bundesregierung ihr 130 Milliarden Konjunkturpaket vorgestellt. Ich habe mal in Klammern 167 geschrieben. Das Kuriose an dem Paket ist, dass, wenn man die einzelnen Posten zusammenzählt, man gar nicht auf 130, sondern auf 167 kommt. Da gibt es aber ein paar technische Fragen, die dahinter sind. Das ist aber ein Kuriosum am Rande. Das ist etwas, was in der historischen Perspektive auch außergewöhnlich ist. Viele von Ihnen werden das kennen aus den wirtschaftspolitischen Debatten der letzten Jahre, dessen, was man da so rezipiert hat. Deutschland stand eigentlich für lange Zeit als das Land da, das wirtschaftspolitisch da sehr hinterherhinkt, das in Sachen Wirtschaftspolitik eine sehr orthodoxe, ordoliberal, passive, angebotsorientierte Politik bevorzugt hat. Und das schon seit jetzt langer Zeit, in der in anderen Ländern, in den USA, Großbritannien, Frankreich, Japan, da andere Konzepte, meine Formulierung wäre modernere Konzepte, vorliegen, die weitaus mehr damit kalkulieren oder davon ausgehen, dass eine Wirtschaft auch eine konstruktive Finanzpolitik braucht und nicht nur eine, die passiv darauf achtet, dass Sparziele, Defizitziele eingehalten werden. Ich habe das mal in der historischen Abriss jetzt da aufgeschrieben, von Sparhans Eichel, wenn sich viele von Ihnen wahrscheinlich nicht daran erinnern, über die schwäbische Hausfrau, Schäuble zu Olaf der Wumms.
das sozusagen als kleinen Abriss dessen, was wir in Deutschland jetzt erlebt haben. Hans Eichel hat in der Krise, in natürlich nicht vergleichbaren Krise in vielerlei Hinsicht, aber doch in einer wirtschaftlichen und konjunkturellen Krise Anfang der 2000er Jahre das Dogma ausgegeben, dass man da eisern sparen muss. Über Jahre hat die Bundesregierung damals versucht, alle Ausfälle, die es die Krise gab, finanzpolitischen, fiskalischen Ausfälle, auszugleichen. Hans Eichel selber hat später zwar dann sozusagen auch Einsicht gezeigt und hat irgendwann den Begriff geprägt, dass man dem Abschwung nicht hinterher sparen darf, also keine prozyklische Politik machen darf, aber das war zu damaliger Zeit und auch unter Gerhard Schröder doch noch das Dogma. Wir haben in der Krise 2008, 2009 etwas gehabt, was in der Perspektive konjunkturpolitisch, wirtschaftspolitisch aus heutiger Sicht sehr vorsichtig war. Als Lehman pleite ging im Herbst 2008, haben die Amerikaner und teilweise auch schon vorher Amerikaner und Briten, Japaner auch sehr schnell reagiert, sehr schnell, sehr massive Notenbankinterventionen aktiviert und eben auch lange schon erste Konjunkturprogramme aufgelegt. Sehr viel sicher aus der Analyse der Amerikaner dessen, was in den 30er Jahren schiefgegangen ist, die Deflation, Depression. Ben Bernanke war damals Notenbankchef, ein Wirtschaftshistoriker, Professor, der sehr lange auch über diese Zeit der 30er Jahre geforscht hat. In Deutschland war das damals sehr, sehr zögerlich. Es gab den damaligen Finanzminister Steinbrück, der noch nach der Lehman-Pleite lange behauptet hat, das sei gar keine Krise, die Deutschland betrifft. Und wenn überhaupt, dann könne man da auch nicht viel machen. Der Sachverständigenrat hat damals, obwohl er von einem Sozialdemokraten geführt wurde, damals sehr lange mit sich gerungen, um am Ende zu sagen, naja gut, also ausnahmsweise, also wenn es jetzt ganz besonders ist, dürfen wir auch mal ein bisschen Konjunkturpaket machen, aber bloß nicht zu viel und vorsichtig. Damals war der Sachverständigenrat auch noch sehr stark eben angebotspolitisch orientiert und noch in diesem Denken, dass Politik da sehr passiv bleiben muss. Und verglichen dazu, dazwischen kommt die Schwäbische Hausfrau Schäuble, der ja keine Krise zu bewältigen hatte mehr, aber dann eben in der positiven, in der Wachstumszeit, in der Zeit der sinkenden Arbeitslosigkeit, daran gearbeitet hat, die schwarze Null zu behalten. Danach ist im Grunde genommen die nächste Etappe jetzt, wenn man das ideologisch theoretisch, historisch aneinanderreiht, diese Corona-Krise schon nochmal ein großer Sprung. Also von Hans Eichel, der gesagt hat, man muss in der Krise weitersparen, über die 2008, 2009-Krise, wo man lange gezögert hat und dann ein mehr oder weniger überzeugendes Konjunkturpaket gemacht hat, in Klammern zum Thema heute, damals eben unter anderem mit einer Abwrackprämie, die auch keine Rücksicht darauf genommen hat, keine große Rücksicht darauf genommen hat, welche klimapolitische Wirkung diese Maßnahme hatte. Bis heute, und da sind wir jetzt bei dem, was letzte Woche vorgestellt worden ist, dem, was Olaf Scholz, der jetzige Finanzminister, als den Wumms bezeichnet hat, ein Konjunkturpaket, was im internationalen Vergleich eines der umfangreichsten bislang ist. Das ist eine ganz neue Erfahrung, dass die Deutschen da ganz vorne sind und nicht eher bei denen, die ganz hinten stehen. Und zweitens sehr explizit eben auch den Wunsch aufgegriffen hat, mit dem Konjunkturpaket gleichzeitig auch ein Zukunftspaket, wie das die Kanzlerin und der Vizekanzler genannt haben, zu verbinden. Das heißt, nicht nur kurzfristig Konjunktur zu stützen, sondern auch längerfristig strukturelle Dinge zu verbessern, die vor allen Dingen in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Ich komme nachher dazu, wie weit das gelungen ist oder nicht. Mir ist aber ganz wichtig für das Verstehen des Ganzen, dass wir da in einer längerfristigen paradigmatischen Entwicklung sind und im Grunde genommen die Corona-Krise einen Paradigmenwechsel hin zu einer weniger orthodoxen, einseitig angebotsorientierten, auf Sparen setzenden Politik weg davon hin zu einer moderneren Politik erlebt haben, diesen Paradigmenwechsel, und dass die Corona-Krise dies beschleunigt hat, mit dem Ergebnis, dass jetzt ein sehr großes
Konjunkturpaket da ist, das eben sogar seit weit darüber hinaus auch noch wirken soll. Warum mir das so wichtig ist, auf den Paradigmenwechsel hinzuweisen, ist, wir haben uns in den letzten Jahren im Rahmen des Projekts, des zitierten, des Forum New Economy, sehr intensiv mit dem Thema Paradigmenwechsel und der Wichtigkeit und dem der entscheidenden Wirkung von Paradigmen beschäftigt. Und je mehr man das macht, desto offenbarer wird, wie dramatisch wichtig Paradigmen sind. Jetzt nicht im Kuhnschen Sinne akademische Paradigmen, aber politökonomische Paradigmen, die herrschen, die nicht jede Entscheidung jedes Politikers Tag für Tag bestimmen, aber sehr stark den Trend und die Leitplanken, das Leitmotiv, die Leitsätze der Politik bestimmen. Ganz einfach erklärbar dadurch, dass ein Großteil derer, die aktiv an Politik mitwirken, die in den Ministerien sitzen, auch Medien, im Grunde genommen nicht jeden Tag neu durchdringen, welche theoretischen Grundlagen hinter solchen Dingen stecken, hinter wirtschaftspolitischen Entscheidungen stecken. Und da herrscht einfach, ist einfach so, dass doch ein hoher Grad an Opportunismus da ist, der dazu führt, dass man halt das macht, was alle machen. So hat im Ende in den 2000er Jahren in dem damals noch sehr präsenten ordoliberalen angebotsorientierten Paradigma am Ende selbst eine rot-grüne Regierung eine sehr im Grunde genommen konservative Politik gemacht, Reformpolitik gemacht, weil das war damals eben das, was man machte, das Paradigma. Und da zeichnen sich Paradigmen eben auch dadurch aus, dass sie von über die parteipolitischen Grenzen hinaus verfolgt werden und da eine große Rolle spielen. Das führt zu etwas, was, glaube ich, auch zum Verständnis der heutigen Krise und des Themas, was wir heute haben, dann wiederum wichtig ist, zu der Frage, warum, was passiert eigentlich und warum möglicherweise gibt es diesen Paradigmenwechsel jetzt, wenn er stattfindet, das mit einem kleinen Fragezeichen noch, aber warum passiert das gerade und warum passieren viele andere Dinge wie Brexit, Trump, die AfD in Deutschland, sehr viel Populismus auf der Welt, sehr viel Krise der etablierten Parteien oder der etablierten Systeme, die halt bis weit in die Gesellschaft reingeht, die Kritik. Unser Verständnis davon ist, dass man das durch diesen Paradigmenwechsel oder durch diese Paradigmenlogik sehr gut erklären kann. Wir haben 3-4 Jahrzehnte eines sehr dominierenden Paradigmas gehabt, wo, und das ist sozusagen das, was wir ein bisschen karikatural auf der rechten Seite in einer Collage mal versucht haben, auf den Punkt zu bringen, die wir beim Forum New Economy immer wieder mal einfließen lassen. In dieser Zeit war die Politik seit Anfang der 80er Jahre einfach sehr stark durch monetaristisch, angebotspolitisch orthodoxe Politik, marktliberale Politik geprägt. Das hat sich dann ausgedrückt in der Politik von Thatcher, von Reagan, in Deutschland in Abstrich mit Abstrichen durch damals vor allen Dingen dieses Lambsdorff-Papier der FDP, das zum Wechsel in der deutschen Politik geführt hat. Basierend auf den Vordenkern Hayek, Friedman und einer ganzen Reihe anderen, die alle nicht dasselbe dachten. Zwischen Monetaristen und Angebotstheoretikern gab es massive Meinungsunterschiede. Aber das paradigmatisch sie Vereinende lag darin, dass sie im Grunde genommen, um es einfach auszudrücken, im Zweifel immer dem Markt mehr vertrauten als dem Staat. Im Grunde genommen dem Staat eigentlich gar nicht vertrauten. Und auf ein paar einfachen solchen paradigmatischen Grundsätzen die Politik über 3 Jahrzehnte sehr stark geprägt wurde. Das auf nationaler Ebene dadurch, dass alle möglichen Bereiche, viele Bereiche des öffentlichen Lebens oder der früheren öffentlichen Versorgung privatisiert wurden, dass man Finanzmärkte liberalisiert hat, dass man an allen Ecken und Enden dereguliert hat, dass man in Europa den europäischen Binnenmarkt geschaffen hat und so weiter und so fort. Etwas, was wirklich, wenn man das an diesem Strang entlang definiert, sehr klar an dem Paradigma hing. Dieses Paradigma hat angefangen zu bröckeln schon sehr früh und das ist immer bei Paradigmen so, dass sie irgendwann anfangen zu bröckeln, dass die ersten Zweifel bestehen durch Krisen wie die Asienkrise, die New Economy Krise, die einfach immer wieder gezeigt haben, naja, der Markt scheint doch nicht diese stabilisierende Funktion per se zu haben, wie sie ihm zugeschrieben wird.
Und dieses Bröckeln des Paradigmas hat den Höhepunkt der Finanzkrise 2008, 2009, wo plötzlich sehr offenbar wurde, und das sind die Krisen, die dann auch solche Schwingungen ausmachen, solche Schwenks ausmachen, sehr offenbar gemacht haben, dass Märkte einfach überhaupt nicht per se stabilisierend wirken, sondern im Gegenteil, damals die Märkte, die eigentlich am freiesten waren und eigentlich am stabilisierendsten hätten wirken sollen, die Finanzmärkte und die Banken, die eine Fast-Katastrophe oder eine Katastrophe und dann Fast-Katastrophe ausgelöst hätten, hätte man damals nicht sehr schnell dann darauf reagiert, stand man kurz vor dem Kollaps dieses Wirtschaftssystems und des Finanzsystems. Das ist ein Schock gewesen, den man im Nachhinein immer wieder erkennen kann. Der hat auch in vielen Umfragen, ist das erkennbar, dieses Grundvertrauen in das System einer Globalisierung, einer marktliberalen Globalisierung massiv erschüttert. Das heißt nicht, dass das weg ist, das Paradigma ganz weg ist, aber es ist nicht mehr diese dominante Wirkung, es ist nicht mehr so da, wie das in der Zeit davor da war und erklärt nicht mehr Politik. Das führt eher dazu, dass eine sehr inkonsistente Politik gemacht worden ist in der Zwischenzeit. Warum? Weil, und das ist auch ein typisches Phänomen, wenn Paradigmen wechseln, wenn Paradigmen scheitern und aufhören zu dominieren, herrscht im ersten Moment ein Vakuum. Es ist selten so, dass sofort ein neues Paradigma da ist, das als Leitmotiv für Politik und Gesellschaft weiterwirkt. Und das führt, und das ist historisch auch sehr gut nachvollziehbar, immer wieder zu solchen Vakuumsituationen, die die typischen Situationen sind, in denen Populismus Hochzeit hat, in denen Leute mit einfachen Wahrheiten reinkommen und sagen, wir haben die neuen Lösungen und wir wissen, wie man es besser macht. Trump mit seiner Handelspolitik oder Brexit in der Form da zu sagen, wir sind alleine besser und Regeln in Frage zu stellen, die vorher da waren, auf eine sehr oberflächliche Art, wie man dann relativ schnell feststellen kann. Aber ein typisches Phänomen. Das hat dasselbe Phänomen auf noch gravierende Art, hat es in den 30er Jahren nach dem Ende des damals liberalen Paradigmas, das Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts gegeben. Auch da ein Vakuum und die Hochzeit für ganz dramatische Entwicklungen, politische Entwicklungen, die uns hoffentlich heute erspart bleiben, aber die Parallelen sind sehr offenbar. Das sind die Momente, wo es kritisch wird, wo es politisch kritisch wird und wo es wichtig ist, und das ist sozusagen unsere Mission, ganz schnell ein neues Paradigma zu entwickeln. Und da sagen wir auch ganz demütig, dass wir das nicht haben, dass wir da in vielerlei Hinsicht dran arbeiten müssen und dass wir erkennen, dass Situationen wie die jetzige, eine Krise wie die jetzige, auch die Momente sind, wo sich solche Dinge beschleunigen können. Genauso wie die Stagflation der 70er Jahre den Siegeszug des liberalen, marktliberalen Paradigmas beschleunigt hat, könnte das, wie schon die Krise 2008, 2009, eine Beschleunigung zu einem neuen Paradigma sein. Alles mit dem, wie gesagt, demütigen Grundverständnis, dass wir dieses neue Paradigma noch nicht fertig haben. Ein Paradigma besteht oft auch daraus, dass man in ein paar einfachen Sätzen beschreiben kann, wie es funktioniert, was gut ist, was schlecht ist. Und da sind wir noch in einer Phase, wo wir das noch nicht so richtig beschreiben können. Wir wissen, dieses neue Paradigma, und das sieht man an allen Ecken und Enden, jetzt mehr und mehr besteht daraus, dass mehr Nachhaltigkeit hat, dass mehr das Klima als ein Thema da ist, dass der Staat eine neue Rolle braucht, dass man nicht mehr dieses alte Schwarz-Weiß-Denken behalten kann, nachdem der Staat eigentlich immer falsch liegt und der Markt immer richtig. Das hat dazu geführt, dass man gar keine Übung mehr darin hat, zu definieren, was eigentlich der Staat sinnvollerweise machen soll. Das sind alles Elemente, die da drin sind, aber es ist in unserem Verständnis noch nichts, was wirklich klar, einfach formulierbar ist und somit auch die Möglichkeit hat, ein breiteres Publikum zu erreichen. In der Krise ist aber in der Komplexität eines Paradigmenwechsels die Chance, da wieder einen Schritt weiter zu machen. Und in dem Sinne möchte ich auch das, was dieses Thema angeht, Konjunkturrettung und Klimarettung zu vereinbaren, einsetzen, sozusagen in diesen gedanklichen Rahmen. Ganz konkret, wir haben letzten Herbst, als wir gestartet sind, uns
überlegt, was wir als nächsten Workshop im Frühjahr machen. Wir haben jetzt in der Vorbereitungszeit auch immer so große Workshops, größere Main-Workshops gemacht. Und da war die Idee entstanden, genau sich damit zu beschäftigen, was könnte unsere nächste Krise sein und welches Potenzial bietet, also wie kann man mit dieser Krise umgehen und welches Potenzial bietet eine Krise, um transformatorisch größere Schritte zu machen, um da in dem Sinne eines neuen Paradigmas vorwärts zu kommen. Sie sehen das, ich habe das einfach mit dem kleinen Strich durchstrichen. Uns ist dann im März irgendwann bewusst geworden, dass wir nicht einen Workshop How to Prepare for the Next Crisis machen, sondern einen über diese jetzige Krise, weil das war eine Krise, mit der wir auch nicht gerechnet hatten. Wir hatten vor, die Szenarien für eine Klimakrise, ein Szenario für eine Finanzkrise und andere zu diskutieren. Eine Pandemie hatten wir nicht auf Zettel, aber die stellt im Grunde genommen oder hat und stellt im Moment auch nach wie vor die gleichen Fragen, weil ob es Klimakrise ist oder Finanzkrise, wenn das in dieser Dimension geschieht, wie es jetzt auch der Fall ist, war in jedem Fall die Frage, was macht eine Notenbank, was machen Finanzpolitiker, was könnte ein Rettungspaket sein? Damit sind wir dann beim Thema. Ich habe die Zitate noch mal kurz rausgeholt von letzter Woche. Angela Merkel und Olaf Scholz, als sie das Konjunkturpaket vorgestellt haben. Wie gesagt, historisch neu, dass so etwas ohnehin so schnell und so einem Umfang gemacht wird. Und dann, Angela Merkel hat so formuliert, eben auch mit diesem Anspruch, dass es ein Zukunftspaket sein soll und einen Zukunftsaspekt beinhaltet. Das ist Kanzlersprech, Merkel-Sprech. Aber wir wissen, was gemeint ist. Scholz hat das in ähnlicher Weise formuliert. Nicht nur die Kommunen, also nicht nur die Konjunktur, Kommunen unterstützen, sondern auch die Transformation der Wirtschaft, etwa mit Investitionen in die Digitalisierung und den Klimaschutz. Das alles hat Wumms. Historisch betrachtet ist das natürlich nicht ganz neu, dass man das versucht, beides miteinander zu verbinden. Man kann da nochmal in die Archive gucken. Es gab 2008 erstmals die Idee eines Green New Deal, ist in den USA entstanden, damals in der Krise oder vor und während der Krise halt als erstes Konzept, und es sind sehr viele internationale Institutionen, die UNO unter anderem, auch darauf aufgesprungen, die Idee zu befördern. Also damals Finanzkrise mit ähnlicher Aufgabenstellung wie heute. Es ging darum, sehr schnell das System zu stabilisieren und nach Rezession, sich sehr verselbstständigende Rezession und dann in der Konsequenz Depression zu verhindern, zu stoppen. Und durch die Maßnahmen, die man zu diesem Zweck beschlossen hat, eben gleichzeitig auch eine grüne Wende einzuladen. Wie gesagt, das ist damals erstmals diskutiert worden, allerdings ohne sehr große Nachwirkung auf die tatsächliche Politik. Es gab in den USA unter Obama tatsächlich auch das Bestreben, da die ein oder anderen grünen Investitionen mit einzubringen. Es gab auch Analysen im Nachfeld, die versucht haben einzuschätzen, welchen Anteil, sozusagen grüne Anteil in der Konjunkturpolitik damals war. Aber das ist alles noch sehr ad hoc gewesen und am Ende muss man sagen, auch nicht besonders gut durchdacht. Es hat eine Zauberwirkung, das ist die moderne Fassung des New Deal als Green New Deal, aber es hat eben auch seine Tücken. Historisch muss ich, glaube ich, nicht groß drauf eingehen, ist der Gedanke, und der ist nicht schon interessant, das nochmal sich anzugucken, sich daran zu orientieren, was Roosevelt in den 30er Jahren in den USA gemacht haben. Da gab es natürlich noch keine Klimakrise. Aber die Idee, die er mit seinem New Deal verfolgt hatte, war auch neben der unmittelbaren Krisenpolitik der Rettung, also dem Versuch, die Depression zu stoppen, mehr oder weniger erfolgreich, gleichzeitig auch strukturell Amerika zu modernisieren. Damals ging es darum, unter anderem die Elektrizitätsversorgung in den ländlichen Regionen überhaupt erst zu installieren, Sozialsysteme
zu etablieren, also viele Dinge auch zu machen, die deren Mangel in der Krise offenbar geworden ist und der auch damals dazu geführt hat, dass eben da auch ein sehr großer systemische Krise da war, eine Glaubwürdigkeitskrise der Demokratie. Das hat Roosevelt auf sicherlich, da kann man viel dran kritisieren und fragen, ob das jetzt wirklich alles so effizient war, aber es scheint recht offenbar so zu sein, dass er auch mit diesem Begriff des New Deals und der Verbindung zwischen klassischer, damals noch nicht klassischer Konjunkturpolitik und Modernisierung und Sicherung der Gesellschaft, Absicherung der Gesellschaft, einen sehr guten Weg gefunden hat, der möglicherweise auch erklärt, warum Amerika damals von schlimmeren politischen Katastrophen, Faschismus und so weiter verschont geblieben ist, was wir damals leider nicht sind. Der Begriff des Green New Deal ist seitdem immer wieder gekommen, dieser Gedanke von Wirtschaft und Politik miteinander zu verbinden. 2014 gab es damals aus verschiedenen Gründen global Krise, also eine sehr schwächelnde Konjunktur, damals kursierte auch für eine Zeit lang die Idee, das mit einem Green New Deal zu beheben. 2019 auf eine andere Art, 2019, das scheint im Moment aus heutiger Perspektive ein bisschen kleinlich, aber 2019 gab es ja schon auch vor allen Dingen für die deutsche Industrie sehr ernste Krisensignale. Die deutsche Industrie ist im Grunde genommen seit anderthalb Jahren schon in einer Rezession gewesen. Und da ist eben auch dann der Gedanke entstanden, dass über einen Green Deal mit einem Konjunkturpaket und dann eben auch grünen Elementen zu beheben, bis dahin, dass das tatsächlich in die Politik Einklang gefunden hat durch die Art der Wahl von Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin, die ja unter anderem damit verbunden war, dass sozusagen sie der unter anderem der den Grünen die Zusage gemacht hat, dass sie sich für einen Green Deal in der EU einsetzt, was sie ja dann auch getan hat, bei allem, was man da sagen kann. Seitdem ist tatsächlich ja auch auf der EU-Agenda dieser Green Deal schon da gewesen und im Grunde genommen eine Vorlage dafür, was wir jetzt in den letzten Wochen diskutiert haben, weil viele, die ja auch gerade aus dem Klimabereich kommen, dann sozusagen den Green Deal, der schon angelegt war, als etwas eingeordnet haben, das in der Krisenpolitik, in der Corona-Krise jetzt genutzt werden kann, verstärkt und genutzt werden kann, um eben Konjunktur und Klimakrise gleichzeitig zu bekämpfen. Da kann man einfach nur noch mal betonen, dass das in der Form sicherlich ein ganz großer Fortschritt ist, wenn man das an sich positiv findet. Und dass sicherlich viele Dinge jetzt in den letzten Wochen diskutiert worden sind, die unter diesem massiven Kriseneindruck diskutiert wurden und ansonsten möglicherweise auf viele Jahre noch tabu geblieben wären. Man wird natürlich sehen, was nach der Krise dann an Diskussionen kommt und wie weit sozusagen der Rückschlag kommt. Aber durch die Corona-Krise ist im Grunde genommen, also dieser kleine Coronavirus hat sozusagen in ein paar Tagen das erledigt, was Ökonomen über viele Jahre gescheitert sind, nämlich das Argument, die schwarze Null zu kippen, mit dem Argument, also mit dem ökonomisch sinnvollen Argument, dass es auf Dauer nicht sinnvoll ist, wenn der Staat dauerhaft Überschüsse einfährt, auf Kosten von wichtigen Investitionen. Das ist in relativ kurzer Zeit jetzt gekippt, natürlich jetzt, um eine ganz akute Krise zu beheben, aber es hat in Deutschland sozusagen den Gedanken eingepflanzt und verbreitet, dass Finanzpolitik sich nicht nur an Fiskaldefizitzielen orientieren sollte, sondern im Grunde genommen am Ende wichtig ist, sich Ziele zu setzen und dann zu gucken, wie man sie finanziert und nicht umgekehrt, weil nur das dann eben auch zu einer wirklich zukunftsgerichteten Politik führt. Es hat in den letzten Wochen, und das ist auch nennenswert, bemerkenswert, neben dem Konjunkturpaket an sich, eine Vielzahl von Papern gegeben, die Vorschläge gemacht haben, wie dieses Paket, Konjunkturpaket, Klimapaket aussehen sollte. Agora, Energiewende, Agora, Verkehrswende, die beiden Organisationen haben zusammen, in Zusammenarbeit mit anderen, einen Vorschlag gemacht, einen doppelten Booster, genau das
wollten mit dem Begriff genau das ausdrücken, der Booster für die Konjunktur und der Booster fürs Klima. Das Umweltministerium hat eine Studie in Auftrag gegeben, an der Ökonomen und Klimaökonomen, Makroökonomen und Klimaökonomen beteiligt waren. Es gab einen Vorschlag für ein Investitionsprogramm von Michael Hüter, bemerkenswerterweise ja Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft, des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, zusammen mit Tom Krebs, dem Finanzwissenschaftler, und Barbara Pretorius, einer Klimaökonomin. Das sind Koalitionen, die es in der Form, also Zusammenarbeiten, die es in der Form vorher nicht gegeben hat, in dem Ausmaß zumindest nicht und überhaupt in der Relevanz. Das sind Paper, die wirklich tatsächlich sehr mittelbar zu dem Konjunkturpaket beigetragen haben, dazu beigetragen haben, dass da auch ein sehr breites Spektrum an Ideen Einfluss gefunden hat, egal was man jetzt im Detail daran kritisieren kann. Das ist möglicherweise oder für mich sicher auch Teil eines Paradigmenwechsels, in dem wir sind, der auch darin besteht, dass man sozusagen aus den traditionellen Feldern rauskommt. Das ist ein Problem, was seit vielen Jahren da ist, dass Klimaökonomen sehr stark untereinander in so einer Blase agieren und auch relativ große Schwierigkeiten haben, in die Nicht-Klimaökonomie zu kommen und dann eben auch in der Konsequenz im Politikbereich, das Finanzministerium, das halt gegenüber den Ideen weit weniger offen ist als das Umweltministerium zum Beispiel. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Nebenaspekt, der auch Erwähnung verdient. Die Tücke der ganzen Idee des Green New Deal ist allerdings, dass darunter in praktisch sehr unterschiedliche Dinge verstanden worden sind. Es gab in dieser ersten Welle 2008, 2009 schon sehr viele Ansätze, sehr viele Vorschläge, bei denen man relativ schnell gemerkt hat, da haben Organisationen mit dem besten Willen und besten Intentionen die Agenda vorgeschlagen, die sie eigentlich schon immer hatten, und haben dann gesagt, das hilft jetzt aber auch gegen die Konjunkturkrise. Und wenn man ein bisschen näher hinguckt, hat man damals immer wieder festgestellt, dass das auf sehr wackeligen Füßen steht. Dass man zwar sicherlich viele Dinge für sich sinnvoll vorstellen kann, die gegen die Klimakrise helfen, dass es aber weitaus weniger evident ist, dass das gleichzeitig auch tatsächlich gegen die Konjunkturkrise hilft. Und das hat, glaube ich, sehr lange und es ist nach wie vor ein Problem, die Glaubwürdigkeit des Green New Deal sehr beschränkt. Und ich glaube, das ist nach wie vor trotz aller Fortschritte ein Problem. Und das merken wir in den Arbeiten, die wir da machen, wo wir auch Klimaökonomen, Makroökonomen zusammenbringen. Da ist noch ein Weg zu gehen. Und das ist schwierig, weil, das liest man auch dann sehr schnell, diese Vorschläge auch sehr schnell angreifbar sind. Wenn in einem Green Deal Vorschlag, der angeblich auch oder in einem jetzt Konjunktur-Klimapaket Maßnahmen drinstehen, die ganz offenbar klimanützlich sind, aber überhaupt keinen Einfluss auf die Konjunktur haben, in irgendeinem nennenswerten Sinne, dann verliert das Ganze natürlich sehr schnell an Glaubwürdigkeit. Dann kann man immer noch sagen, die Klimamaßnahme ist gut, aber zu behaupten, dass die gleichzeitig die Konjunktur gibt, ist halt dann sehr schnell angreifbar. Und das wird auch angegriffen und das führt dazu, dass halt in den, ja, sagen wir mal, Mainstream-Bereichen, in Mainstream und in den konservativeren Zirkeln sehr schnell weggesteckt wird und man es ihnen auch sehr einfach macht zu sagen, naja, das ist jetzt ein bisschen eine Mogelpackung, was ihr da macht, wenn ihr behauptet, dass dieser das die Konjunktur rettet. Ich habe mal ein paar Beispiele. Typische Beispiele aufgezählt. Natürlich ist es wichtig, in Deutschland Stromtrassen jetzt voranzubringen, das zu bauen, um die Energiewende insgesamt hinzubekommen. Der Bau einer Stromtrasse ist aber volkswirtschaftlich gesehen ziemlich irrelevant. Das sind einfach Größenordnungen, die da investiert werden müssen und Arbeitsplätze, Beschäftigungseffekte, die so gering sind, dass man nicht wirklich behaupten kann, dass man dadurch alleine zumindest natürlich die Konjunktur in irgendeiner Form auch nur beeinflussen könnte. Und das gilt dann selbst, wenn man viele von diesen minimalen Dingen zusammenfasst, das wird dann immer noch nicht sehr viel mehr. Wir haben das Beispiel Energieeffizienz, wo es sehr offenbar ist, Energieeffizienz
kann und ist grundsätzlich sinnvoll, ist aber per Definition natürlich etwas, wo man im Zweifel weniger Einsatz braucht und volkswirtschaftlich betrachtet und auch was Beschäftigung angeht, im Zweifel dafür sorgt, dass man weniger einen Input braucht. Das mag man aus anderen Gründen positiv finden, aber dann darf man nicht hingehen und sagen, das ist jetzt die Konjunktur. Energieeffizienz ist im Zweifel dann etwas, was sogar in die Gegenrichtung wirkt. Noch komplizierter und schwieriger, aber eben auch tückisch, Beispiel Elektromobilität. Da muss man immer gegenrechnen, das wird sehr schnell genannt als ein Beispiel, was konjunkturpolitisch auch positiv wirkt, ob das jetzt der Ausbau von Ladestationen ist oder die Förderung von, also die Fördermittel oder die Subventionierung von dem Kauf von Elektroautos. Das im Zweifel sind mehrere Fragen, da komme ich auch gleich nochmal drauf zurück, was die Kapazitäten angeht, aber auch was den Mehrwert angeht, was den Input von Beschäftigung angeht. Da muss man natürlich dann auch sagen, wenn es wirklich darum geht zu wissen, ob das in einer dramatischen Situation, wie wir sie jetzt konjunkturell und auf dem Arbeitsmarkt haben oder zu haben drohen, ist die Frage, wird das, was man an zusätzlicher an Mehrwert und an Beschäftigung durch den Bau von Elektromobilen dazu gewinnt, nicht überkompensiert im negativen Sinne dadurch, dass stattdessen dann eben kein Verbrennerauto gekauft wird, das sehr viel mehr Beschäftigte mit sich bringt. Das sind einfach, da kann man natürlich drüber diskutieren und das ist kein Grund dafür, da nur in eine Richtung zu gehen. Aber es sind Dinge, die man berücksichtigen muss, wenn man den Anspruch erheben will, Konjunktur und Klima gleichzeitig zu retten, dann muss man da sehr ernsthaft sich mit beschäftigen und sehen, welche Dinge wirklich beides bewirken, um alleine unglaubwürdig zu bleiben, weil das ansonsten ja auch nicht viel hilft, wenn man das dann politisch nicht durchbekommt. Was wichtig ist, und das ist so ein bisschen methodische Grundlage, Konjunkturpolitik, Konjunkturdiagnosen. Das allererste ist, wenn wir jetzt die Frage wirklich mal ganz konkret durchdeklinieren wollen, was ist denn dann jetzt im Moment sinnvoll? Welche Maßnahmen könnten tatsächlich Konjunktur und Klima gleichzeitig fördern? Dann ist die erste Frage, die man sich methodisch stellen muss, welche Krise? Welche Krise haben wir? Was ist im Moment das Problem? Und dann kann ich erst definieren, welche Maßnahmen darauf genau passen. Dann beginnt natürlich die Diagnose und das Realisieren, dass die Krise natürlich in vielerlei Hinsicht vergleichbar ist mit früheren Krisen, aber eben in vielerlei Hinsicht auch nicht. Um es zu verstehen, einfach, wir leben ja jetzt alle mitten da drin. Die Krise ist im Grunde genommen ja ausgelöst worden, nicht dadurch, zynischerweise, nicht dadurch, dass besonders viele Menschen gestorben sind. Zum Glück sind es im Verhältnis zur Bevölkerung ja relativ wenige. Volkswirtschaftlich, wenn man es so zynisch ausdrückt, eben das nicht relevant, das ist nicht die Krise, sondern die Krise besteht aus der Angst vor dem Virus. Das ist das, was dazu geführt hat, dass angefangen in China, in anderen Ländern Produktion gestoppt wurde, weil man Angst hatte vor der Ausbreitung, dass Leute nicht mehr in Geschäfte gegangen sind. Schon bevor die Geschäfte geschlossen wurden, gab es ja das Phänomen, dass Unternehmen nicht mehr produzieren konnten, weil sie Angst hatten. Also diese Firma in der Nähe von München zum Beispiel, die mit China zu tun hatte, die ja geschlossen haben, weil sie Angst hatten, dass bei ihnen so ein Hotspot entsteht, dass die Verbreitung da entsteht. Und diese sowohl Unternehmensentscheidungen als auch Verbrauchsentscheidungen haben dann dazu geführt, dass diese Lieferkettenprobleme entstanden, dass Unternehmen gar nicht mehr produzieren konnten, weil aus China kein Nachschub kam, keine Teile, die sie brauchten für ihre Produktion, und dass Geschäfte schließen mussten, dass einfach keine Nachfrage mehr da war, dass die Unternehmen, dass die Verbraucher zu Hause geblieben sind, dann eben mit den Kontaktbeschränkungen natürlich ganz politisch gewollt und sinnvollerweise gewollt. Das ist im Grunde genommen das, was auch den Unterschied macht dieser Krise, und das ist auch ganz wichtig für die weitere Analyse und für die Analyse dessen, was zu machen ist. Es ist ja keine klassische Krise in dem Sinne gewesen wie die Krise 2008, 2009, wo eine ökonomische Entwicklung zur Krise geführt hat, die Überschuldung oder die Probleme am Subprime-Market in den USA, wo tatsächlich
ökonomische Ungleichgewichte, wie das die Ökonomen dann so schön sagen, entstanden sind und man im Zweifel möglicherweise dann sagen kann, naja, ein Teil der Anpassung ist vielleicht dann, also der Krise ist ein Teil Anpassung, da passieren Dinge, die halt eine gewisse ökonomische Logik haben. Dieser Schock hat die ganzen Volkswirtschaften in einer Situation getroffen, auf eine Art getroffen, die jetzt mit einer ökonomischen Fehlentwicklung an sich nichts zu tun hat. Natürlich gab es verschiedene Dinge, die dadurch jetzt offenbar geworden sind, aber es ist im Kern an sich erstmal eine Krise, die durch diesen Angstschock ausgelöst worden ist. Darauf war die wichtige, richtige und sinnvolle Antwort mit hoher Wahrscheinlichkeit nach allem, was man eigentlich sich vorstellen kann, mit Dingen wie Überbrückungshilfen für die Unternehmen zu reagieren, die halt plötzlich keinen Umsatz mehr hatten und nach wenigen Tagen oder Wochen sonst pleite gewesen wären, da Hilfen zu geben, idealerweise direkte Hilfen, nicht idealerweise über Kredite, die ja das Problem haben, dass sie irgendwann zurückgezahlt werden müssen und es gar keine Basis dafür gibt. Es gibt ja nicht den Umsatz, der dazu führen könnte, dass man solche Schulden dann nachher auch zurückbezahlen könnte. Und zweitens durch die Kurzarbeit, die ermöglicht, auf eine sehr galante Art ermöglicht, dass Unternehmen da entlastet werden in der Zeit, wo sie keine Umsätze haben, ohne dass die Leute halt gleich in Arbeitslosigkeit gehen. Das, denke ich, ist relativ Konsens, dass das die erste Reaktion war, die diesmal auch enorm schnell getroffen wurde. Da hat auch die Erfahrung der Krise 2008, 2009 geholfen, weil Kurzarbeit auch damals auf eine ähnliche Art und Weise eine Überbrückung geschaffen hat. Die Frage war und ist jetzt, was kommt danach? Ich will vorab nochmal diese Dimensionen kurz darstellen. Das sind die Auftragszahlen der deutschen Industrie, Auftragsstatistiken für die deutsche Industrie. Einfach nur, um die Dimensionen ein bisschen darzustellen. Das ist jetzt gerade die Zahl, die Anfang der Woche publiziert worden sind, an denen man halt sieht, wie abrupt ab März und dann vor allen Dingen jetzt die letzten Zahlen sind im April, die Aufträge da eingebrochen sind, unterschiedlich stark. Also es gibt Bereiche wie in der Chemie, wo es relativ mäßig ist, das ist die erste Kurve. Und am dramatischsten in der Automobilindustrie, wo die der Einbruch um die 60% ist, sehr viel dramatischer als in den anderen Teilen. Kurzarbeit, auch kurz als Statistik. Wir haben jetzt im Mai, das heißt innerhalb von wenigen Wochen, einen Anstieg der Kurzarbeit auf 7,3 Millionen gehabt. Das heißt, jeder fünfte Beschäftigte in Deutschland ist derzeit oder war im Mai, das voraussichtlich auch jetzt noch, auf Kurzarbeit. Das sind die Umfragen, die das IFO-Institut gemacht hat. Das sind dramatische Größen, das hat es in der Form noch nicht gegeben und zeigt halt gleichzeitig aber auch, wie wichtig offenbar das war, diese Reaktion da auszulösen. Die Frage, die sich jetzt stellt und die entscheidend ist auch für das Konjunkturpaket entscheidend war, ist, wie schnell geht das, dass die Unternehmen jetzt auch wieder den Umsatz finden? Das sozusagen die entscheidende Frage auch für das Konjunkturpaket, wie schnell können bei Restaurants und Veranstaltern, also dem, was Ökonomen sozialen Konsum nennen, ist natürlich das sehr viel dramatischer. Das kann jetzt erst ganz langsam überhaupt wieder passieren. Teilweise passiert es ja noch gar nicht, kann es noch nicht passieren bei Veranstaltern, bei Konzertveranstaltern oder so. Aber in vielen anderen Unternehmen ist natürlich seit der Aufhebung der schärfsten Kontaktbeschränkungen jetzt wieder möglich, mehr Umsatz zu machen. Die Frage ist nur, wie schnell kommt dieser Umsatz wieder zurück und kommt er schnell genug wieder zurück in den Unternehmen, die teilweise auch jetzt in finanziellen Problemen stecken, bevor die Möglichkeit, Kurzarbeit zu gewährleisten, ausläuft. Und das ist im Grunde genommen die gleiche Frage, die 2008, 2009, Anfang 2009 in der Krise gestellt war.
Da gab es eben für einige Wochen einen dramatischen Ausfall von Umsatz. Den kann man überbrücken für ein paar Wochen. Viele Unternehmen haben auch Rücklagen oder sie können eben die Leute jetzt gerade erstmal auf Kurzarbeit lassen, müssen sie nicht entlassen, aber diese Zeit wird irgendwann zu Ende gehen. Und das Risiko, dass das nicht hinhaut, dass die Umsätze nicht und die Nachfrage nicht schnell genug zurückkommt, ist umso größer, dass als wir jetzt sozusagen das Risiko einer zweiten Krisenwelle haben, nicht einer Corona-Krisenwelle, das ist auch ein Risiko, aber einer zweiten konjunkturellen Krise oder wirtschaftlichen Krise, die nicht dadurch ausgelöst wird, dass die Unternehmen wegen Kontaktbeschränkungen weniger umsetzen, sondern schon durch die Folgewirkungen, die eben trotz des ersten Auffangens zu spüren sind an allen Ecken und Enden im Moment, dass Unternehmen anfangen zu kürzen, die Krise zu nutzen, um hier und da zu kürzen, um Gehaltsbestandteile zu kürzen, teilweise um Jobs abzubauen. Und hört das ja jetzt immer wieder aus immer mehr Unternehmen, dass trotz der Versuche, diese Krise zu überwinden und obwohl die Krise ja an sich keine ökonomische Krise war, Unternehmen jetzt aus welchem Grund auch immer, vielleicht um am Ende auch den Aktionären gegenüber trotzdem noch ein bisschen nett dazustehen und Gewinne ausweisen zu können, anfangen, die Kosten zu kürzen. Also nicht darauf zu warten, dass irgendwann der Umsatz zurückkommt, sondern jetzt schon anfangen, die Kostenstrukturen an das reduzierte Umsatzniveau anzupassen. Und das ist volkswirtschaftlich natürlich die absolut drückende Situation, in der eine Krise sich verselbstständigen kann. Weil wenn jetzt an allen Ecken und Enden gekürzt wird, jede Kürzung eines Gehalts, jede Kürzung von einer Stelle, jede Kürzung eines Auftrags bedeutet für irgendjemanden anderen, dass er weniger Einkommen hat. Ist einfach so. Das ist eine ökonomische Logik, die nur einfach so ist. Man sieht das immer so aus der Individualperspektive. Volkswirtschaftlich gesehen gibt es halt immer diese Gegenseite. Und jede Kürzung, die jetzt gemacht wird, bedeutet, dass die Chance, dass wir relativ schnell auf den Umsatz der Vorkrisenzeit zurückkommen, umso geringer wird. Und das ist die typische Situation einer Krisenspirale, die jetzt droht, die sich zu verselbstständigen droht, weil nämlich die Zulieferer, die jetzt weniger Aufträge von der Autoindustrie bekommen haben, auch anfangen werden, bei ihnen im Betrieb zu kürzen, auch weniger Aufträge zu geben und dann diese typische Konjunkturkrisensituation sich oder die Spirale sich zu entwickeln droht, wo man sich gegenseitig das Geld abnimmt und das sich nach unten schaukelt. Und das gilt nicht nur für die Unternehmen. Trotz aller Bekundungen hört man es und sieht man es, liest man das aller Zeiten jetzt im Moment, dass eben auch die Kommunen anfangen, Städte anfangen, öffentliche Institutionen anfangen zu kürzen, Investitionen zurückzustellen. Das ist immer der einfachste Weg, erstmal zu sagen, naja, wir machen das jetzt erstmal nicht, wir gucken jetzt erstmal, wie es sich entwickelt. Aus individueller Sicht, aus der Haushältersicht sicherlich nachvollziehbar für die Volkswirtschaft, aber eine drohende Katastrophe, wenn Unternehmen und öffentliche Haushalte gleichzeitig kürzen und dann noch dazu kommt, was wir jetzt auch jeder Jahr miterleben können, die Menschen, die im Moment auf Kurzarbeit sind und nicht wirklich sicher sind, ob sie in den nächsten Wochen ihren Job wieder haben werden und wieder volles Gehalt beziehen werden, werden im Moment möglichst nicht den neuen Kühlschrank, das neue Sofa oder vielleicht auch das neue Auto kaufen. Also kommt da nochmal eine Zurückhaltung dazu, die im Moment wird. Und diese Gemengelage ist das, was in diesen Wochen ganz tückisch wirkt, weil wir das gar nicht spüren. Das sind Dinge, die jetzt so sozusagen im abstrakten Volkswirtschaftlichen passieren, wo wir gleichzeitig das Gefühl haben, dass die Pandemie nachlässt und dass wir da jetzt in zunehmend wieder normalere Situationen kommen. Wir sind in Wahrheit jetzt in einer sehr kritischen Situation. Und wenn die Diagnose einigermaßen stimmt, die wird auch von vielen geteilt und auch im Grunde von der Bundesregierung, dann ist das Ziel, was es jetzt zu erreichen gilt, dafür zu sorgen, dass Menschen das Geld ausgeben, dass sie aufhören, jetzt zu sparen, zu kürzen, sondern dass Geld ausgegeben wird. Und wenn das Entscheidende ist, das gilt dann für private Haushalte, für öffentliche Haushalte wie für Unternehmen, dann ist das Ziel eines Konjunkturpakets aus konjunktureller Sicht, alles zu tun, dass möglichst schnell möglichst viel Geld ausgegeben wird oder wieder Geld ausgegeben wird, beziehungsweise nicht gekürzt wird. Und das
Da kommt die zweite Komponente hinzu, in dem Sinne, wie das auch als Ziel ausgegeben worden ist, möglichst nachhaltig. Nicht wirklich hilfreich sind, wenn das stimmt, die wunderbaren Vorschläge, die wir jetzt in den letzten Wochen so lesen konnten, wie unter anderem von natürlich Arbeitgeberseite und CDU, die Anhebung des Mindestlohns auszusetzen. Da kann man, wenn man die Diagnose teilt, die ich gerade eben gemacht habe, dessen, was die wirkliche derzeitige Gefahr ist, natürlich nur staunen. Es werden einige Angebotsökonomen sagen, ja, aber das hilft ja dann, Arbeitsplätze zu sichern und dadurch stabilisiert man dann ja die Nachfrage. Das ist aber sehr, sehr, sehr um die Ecke gedachtes Argument, was in der Empirie auch nicht so richtig standhält. In erster Linie würde das Aussetzen der Anhebung des Mindestlohnes oder sogar die Kürzung des Mindestlohnes Nachfrage reduzieren. Dass das vielleicht den einen oder anderen Job dann noch sichert, möglich, aber es ist relativ offenbar, dass das nicht dazu beitragen wird, die Nachfrage zu stützen. Ein absurder Vorschlag in der jetzigen Situation, wo es einfach darum geht, Nachfrage zu stabilisieren, das Geld ausgeben zu befördern. Da darf man den Mindestlohn nicht, die Anhebung nicht aussetzen oder senken. Wunderbarer Vorschlag natürlich auch, meistens aus einschlägigen Kreisen der Wirtschaft, Bürokratie abbauen. Ja, kann man machen. Da gibt es sicherlich auch viel Bürokratie, die überflüssig noch ist. Andererseits stellt man beim genaueren Hinsehen ja auch oft fest, dass Bürokratie dann auch immer irgendwie Sinn und Zweck ergibt und das manchmal eben auch vor anderen Dingen schützt. Abbau von Bürokratie wird auch nur sehr bedingt dazu führen, dass irgendjemand jetzt auf Anhieb sehr viel mehr Geld ausgibt. Ja, vielleicht wird das ein oder andere Unternehmen dann sagen, naja, wenn ich jetzt die oder die Vorgabe nicht erfüllen muss, dann mache ich die Investition jetzt. Aber das ist marginal und wird nicht viel, viel beitragen. Komplettschaffung des Soli-Zuschlags, ganz beliebt, auch von renommierten Ökonomen gefordert. Da mit dem gleichen Maßstab schafft das Nachfrage, muss man sagen. Es sind ja 90%, für 90% ist ja die Abschaffung beschlossen, die soll 2021 kommen. Das kann man mehr oder weniger gut finden. Selbst da muss man auch schon sagen, es zahlt ja ein großer Teil, ein nennenswerter Teil der unteren Einkommen gar keinen Soli-Zuschlag. Da wird ja erst ab einer bestimmten bestimmten Grenzwert des Einkommens erhoben. Das heißt, die davon profitieren, sind ohnehin schon nicht die Ärmsten und eher Leute, die eher Mittelschicht oder gehobene Mittelschicht sind. Die obersten 10%, um die es jetzt bei dieser geforderten Komplettabschaffung sind halt wirklich sehr reiche. Und da ist jetzt ökonomisch ja etwas, was relativ nahe liegt und bekannt ist. In den Einkommenskategorien liegt die Sparquote sehr hoch. Die liegt teilweise über 50%, weil man das ganze Geld, was man dann hat, wenn man so in den Reichtumskategorien ist, nicht ausgeben kann. Sprich, wenn da öffentliches Geld sozusagen genutzt wird, um die Soli-Zuschlagsbelastung abzuschaffen, wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit zu sehr wenig zusätzlichem Konsum führen. Das ist etwas, was sehr stark gegen diesen Vorschlag spricht. Und ich habe noch mal die Überprüfung aller Staatsausgaben mit aufgenommen in das Kuriositätenkabinett oder die Kuriositätenliste. Das hatte der gute Herr Merz ja vorgeschlagen, dass man jetzt alle Staatsausgaben überprüfen muss. Auch das kann man natürlich immer mal machen, aber das ist natürlich das Gegenteil von dem, was wir jetzt brauchen, weil das würde ja dazu führen, dass eher weniger ausgegeben wird. Hat er auch eher als sozusagen Folge vorgeschlagen, aber nur nochmal zum Vergegenwärtigen, wenn das Ziel ist, jetzt Nachfrage zu stabilisieren, um jeden Preis, weil wir vor einer dramatischen Krise sonst stehen, dann ist das absolut Falsche. Wir haben in den letzten Wochen angefangen mit ein paar Ökonomen zusammen, Klimaökonomen, Makroökonomen, das mal etwas systematischer anzugehen, mal den Versuch zu machen, Maßnahmen sehr systematisch darauf zu prüfen, inwieweit sie eben genau diese Kriterien erfüllen, die Konjunktur zu stützen, in dem Sinne, wie eben beschrieben, dass es zum Geldausgeben beiträgt und gleichzeitig das Klima zu schützen und das nach diversen Einzelkriterien zu checken. Ich
glaube, man stellt fest heutzutage, verglichen zu den Debatten, die wir über Konjunkturpolitik 2008, 2009 in Deutschland hatten, ist das auch schon eine Art von Fortschritt, sich sehr viel qualifizierter mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und da sehr viel mehr in die Detailfragen zu gehen, welche Maßnahmen wirklich gut sind, welche nicht. 2008, 2009 zur Erinnerung war es ein ziemlich ad hoc Entwicklung, die dazu geführt hat, dass man am Ende die Kurzarbeitssubvention eingeführt hat. Das war ein Vorschlag der IG Metall und dann die Abwrackprämie mit allem, was man daran analysieren, kritisieren kann. Das war nicht besonders gut vorher durchdacht. Da gab es keine Ökonomen, die große Konzepte vorher gemacht haben. Das ist sehr politisch, nach politisch-pragmatischen Erwägungen damals beschlossen worden. Unter Druck von Einzelinteressen und Einzelkampagnen. Das, glaube ich, ist diesmal schon sehr viel anders gewesen, was man auch im Ergebnis spüren kann. Klassisch wird bei Konjunkturpaketen ja dieser T-Check gemacht. Das ist ist nicht in Stein gemeißelt, aber es hat sich so unter Konjunkturforschern eingebürgert, das als so eine Messlatte zu nehmen, dass man die Ts checkt. Das sind klassischerweise drei gewesen. Die Maßnahme muss timely sein, also sie muss sehr schnell einsetzen, weil eine Konjunkturkrise da per Definition etwas ist, was sehr kurzfristig sich dramatisch verschlimmert. Sie muss targeted sein, sie muss gezielt auf die Schwächen in der Entwicklung zielen. Das habe ich eben ja sozusagen schon vorformuliert. In der jetzigen Krise geht es darum, Geld ausgeben zu stützen und das in bestimmten Bereichen auch. Und drittes T, was klassischerweise zitiert wurde, aber wo ich auch schon Fragezeichen hinterstecken würde, ist temporary. Die klassische Konjunkturkrise ist halt die, wo es mal ein paar Quartale schlecht ist und dann geht es sozusagen fast automatisch wieder hoch und die Welt ist dann wieder so okay, wie sie vorher war. Da gibt es heute, denke ich, viele Gründe, eben das weiterzudenken, auch in dem Sinne klimarelevant weiterzudenken und eher in Richtung transformativ zu denken. Wenn das richtig ist, dann darf das Paket natürlich gerade nicht nur temporary sein. Das darf dann nicht nur ein paar Monate irgendetwas befördern, sondern sollte dann eben auch längerfristig wirken und transformativen Charakter haben. Wir haben das jetzt seit letzter Woche einfach mal versucht in einer Matrix, das haben wir in den letzten Wochen entwickelt, eine Matrix, die das genau durchexerzieren soll und haben das jetzt seit letzter Woche mal angefangen, und das ist ganz ausdrücklich, muss ich dazu sagen, das, was Sie jetzt sehen, auch die Farben, das ist bitte möglichst nicht zitieren, das sind Sachen, die wir sehr vorläufig mal versucht haben und was wirklich Work in Progress ist, also dachte mir das trotzdem, oder vielleicht gerade gut, ein bisschen mal zu spiegeln, wie das gerade akut in den Analysen gemacht wird, auch als Work in Progress. Wir haben aufgeteilt die Kriterien zum einen in den Effizienzcheck für die Konjunktur mit einerseits so der Gesamtkonjunkturwirkung und also sozusagen jedes Mal dann nachher sehen Sie dann in der Tabelle jede Maßnahme aufgrund mit diesen Maßnahmen, also mit diesen anhand dieser Kriterien gecheckt. Die sozusagen die Gesamtsicht timely haben wir unterteilt in die kurzfristige Wirkung. Wenn es darum geht, unmittelbar Konjunktur zu stützen, ist der Anspruch, das kurzfristig zu tun. Also was wirkt die bestimmte Maßnahme noch 2020? Mittelfristig wirkt sie ab 2021 und dann über einen längeren Zeitraum. Im Detail Effizienzanalyse haben wir versucht, so die maßgeblichen Kriterien mal zusammenzutragen, die für eine Effizienz sprechen. Dazu zählt ein potenzielles Gesamtvolumen, was groß ist, Thema Stromtrassen, das von eben oder andere Beispiele, da würde man sagen, naja, das Volumen ist so gering, dass es für die Konjunktur volkswirtschaftlich relativ irrelevant ist. Gibt es freie Kapazitäten? Ein ganz wichtiges Kriterium. Im Moment ist das im Wandel, aber letztes Jahr, als schon mal so eine Konjunkturpolitik-Diskussion aufkam, war ein berechtigter Einwand, dass Investitionen, die auch die Bauwirtschaft treffen, relativ wenig sinnvoll sind auf kurze Sicht, weil die Bauwirtschaft bekannterweise ohnehin damals, mittlerweile wandelt sich das ja, völlig überausgelastet ist, dass man Monate auf einen Handwerker warten musste und so weiter. In der Situation bringt es natürlich relativ wenig. Das heißt, wir wollten auch checken, ist der Sektor, der von der Konjunkturmaßnahme profitiert,
einer, der auch Kapazitäten frei hat, weil sonst wird es auf Anhieb zumindest kurzfristig relativ wenig bringen. Wichtiger Faktor, gibt es einen hohen Beschäftigungseffekt, wenn die Situation, die Gefahr, das Risiko im Moment darin besteht, dass wir einen dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit haben, weil die Kurzarbeit irgendwann aufhört und die Leute arbeitslos werden, dann muss ein maßgebliches Kriterium des Pakets sein, dass wirklich Arbeitsplätze geschaffen werden. Auch da unterscheiden kann man dann sehr schnell darin, die Maßnahmen zu unterscheiden. Es gibt Maßnahmen, die vielleicht ein hohes Volumen haben, aber in Bereichen gemacht werden, wo relativ wenig Leute beschäftigt sind, dann ist das natürlich als Effizienzkriterium in der akuten Situation eher negativ zu bewerten. Gibt es hohe makroökonomische Multiplikatoreffekte? Das ist so ein bisschen die klassische Konjunktur, volkswirtschaftliche Modellanalyse. Es gibt Branchen, da muss man auch die Autoindustrie dazu zählen, die einen sehr hohen, erfahrungsgemäß sehr hohen Multiplikatoreffekt haben. Es gibt bestimmte Maßnahmen, die mehr oder weniger Multiplikatoreffekt in dem Sinn haben, dass sie andere Branchen mitziehen, durch die hohe Verzahnung, durch Netzwerkeffekte, durch Vernetzung in verschiedene Wirtschaftsbereiche, entsteht ein mehr oder weniger hoher Multiplikatoreffekt. Auch das ist ein wichtiges Kriterium, wenn die konjunkturpolitische Maßnahme in einen Bereich trifft, wo eine sehr geringe Multiplikatorwirkung ist, ein sehr isolierter, kleiner Bereich, dann wird sie auch nicht als besonders effizient eingeordnet werden. Und dann haben wir uns noch die Frage gestellt, gibt es einen hohen Spillover-Effekt auf Corona-Krisenländer in Europa? Habe ich bislang nicht so drauf hingewiesen, aber ist natürlich ein wichtiges Kriterium. Die deutsche Wirtschaft alleine aus ökonomischen Gründen, mal unabhängig von den humanen Gründen, lebt die deutsche Wirtschaft enorm viel vom Absatz in den anderen europäischen Ländern, in Länder wie Italien, Frankreich, Spanien, die eben noch viel massiver möglicherweise jetzt in der Krise getroffen worden sind. Wir haben das als positives Kriterium formuliert, wenn eine Maßnahme möglicherweise nicht so viel inländischen Effekt hat, dafür aber einen hohen Spillover-Effekt auf Krisenländer in Europa, finden wir ist das als Gesamtmaßnahme positiv, weil da Deutschland sicherlich als ein großes Land auch die Aufgabe mit übernehmen kann und soll, zur Nachfrage in den anderen Ländern beizutragen, aus reinem Eigeninteresse. Dann haben wir die zweite Kategorie sind strukturelle Wirkungen auf Klima und Soziales. Da jetzt ganz klassisch wird auf Sicht, also wir haben noch diesen Maß, dieses ein bisschen dazwischen, wir haben gesagt, temporary wollen wir eigentlich nicht, aber es muss natürlich in dem Sinne finanziell tragfähig sein und effizient sein, dass mit der Maßnahme relativ schnell viel zusätzliche Wirtschaftsleistung generiert wird, die dann auch dazu führt, dass staatlich wieder mehr Steuereinnahmen gemacht werden. Das heißt, dass ein hoher Selbstfinanzierungsgrad dabei ist. Ein nicht zwingendes Kriterium, aber ein zusätzliches Kriterium, was bei der Beurteilung von Kriterien von Konjunkturmaßnahmen wichtig ist. Die strukturelle Wirkung, das heißt, das ist jetzt der Part, wo wir auf die Klimaseite kommen und das aber nicht nur Klima, sondern Nachhaltigkeit in einem sozialen, gesellschaftlichen Sinne definiert haben, wird durch die Maßnahme der Ausstoß von CO2 spürbar verringert, gibt es als untergeordnete, also darunter sitzende Kriterien, Energieeffizienz gesteigert, wird die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern reduziert, wird die Ungleichheit von Einkommen, Vermögen und Chancen reduziert als Kriterien, die wir halt zusätzlich checken wollen und werden regionale Ungleichgewichte in Deutschland abgebaut, noch als ein weiteres Kriterium. Jetzt die nächste. Wir haben noch, das aber nur kurz genannt, einen weiteren Check gemacht, eine weitere Kategorie eingeführt, die ein bisschen mit der transformativen, also auch transformativ ist und mit der jetzt eben genannten sozusagen zusammenhängt, aber eine etwas andere Fragestellung ist, inwieweit können wir nach den Erfahrungen, die wir jetzt mit der Pandemie gemacht haben, mit Maßnahmen dazu beitragen, dass die Wirtschaft und Gesellschaft resilienter wird, widerstandsfähiger gegen solche Schocks. Da gibt es im Konjunkturpaket der Bundesregierung ja ein ganzes Kapitel, wie man die Gesundheitsversorgung jetzt verbessert und vor allen Dingen auch dazu beiträgt, dass wir nicht mehr in die Situation kommen, bei bestimmten Versorgung, bei der Versorgung mit Gesundheits-, mit Masken und ähnlichen Dingen, Tests und so weiter halt schlecht dazustehen und besser
vorbereitet zu sein. Da wird sehr viel jetzt rein investiert. Man kann das Gleiche aber auch für andere sozusagen Schocks durchdeklinieren. Reicht die Maßnahme, also es ist eine Maßnahme, die auf Dauer uns resilienter gegenüber Klimaschocks macht, die Schocks für die Energieversorgung auffangen kann, Ernährung, Finanzkrisen. Das ist ein bisschen ein Spielfeld, wo wir dran arbeiten, wo wir aber das Gefühl haben, dass das in nächster Zeit relevant ist, weil die Wahrnehmung in der Bevölkerung halt schon sehr stark jetzt hängen bleibt, dass wir anfällig sind für solche Schocks. Und wenn man da etwas machen will, was auf Dauer gesellschaftlich tragfähig ist, sollte das auch die Frage der Resilienz der Wirtschaft mit im Blick haben und dafür sorgen, dass auch das Gefühl vermittelt wird, wir sind künftig besser gegen solche Schocks geschützt, wohlwissend, dass das Leben so ist, wie es ist. Wie gesagt, wir hatten mit anderen Schocks gerechnet, nicht mit der Pandemie. Oft kommen die Dinge natürlich anders, aber sollte nicht davon abhalten, dass man sich darauf einigermaßen vorbereitet. Das ist jetzt das, wo ich eben sagte, Work in Progress, ganz ausdrücklich nochmal, das ist noch nicht ganz ausdiskutiert und durchdekliniert. Wir haben einfach mal die Tabelle jetzt dann aufgesetzt und haben die Maßnahmen, die im Konjunkturpaket letzte Woche beschlossen worden sind, in die linke Spalte gesetzt und haben dann mal angefangen, haben dazu gesetzt, welche Volumen die auch jede Maßnahme ausmacht und dann mal versucht, die eben genannten Kriterien durchzugehen. Erstmal mit einem ganz simplen Ampelschema, Bewertungsschema, rot, gelb, grün. Und um dann so langsam jetzt ein Gefühl dafür zu kriegen und eine Bewertung des Konjunkturpakets dann machen zu können, was wirklich möglichst viele Kriterien erfüllt, Konjunktur- und Klimakriterien und was weniger erfüllt. Sie sehen die Beispiele, das kann ich Ihnen auch zur Verfügung oder wird ja auch zur Verfügung gestellt. Die Nummern in den Klammern, das sind die Nummern aus dem Papier der Bundesregierung, das sind die Maßnahmen 1 bis 57. Dann kann man nochmal nachlesen, was damit gemeint ist. Also Investitionen in öffentlichen, privaten, Personennahverkehr. Die Innovationsprämie für Elektromobile. Da sehen Sie, wir haben dann versucht einzuordnen, ich mache das mal an dem Beispiel, Innovationsprämie ist halt die Verdopplung der Subventionen Elektro-Pkw mit einem Volumen von 2,2 Milliarden, nicht enorm, aber nennenswert. Das wird, so wie es konstruiert wird, relativ kurz wirken und wird, weil es längerfristig angelegt wird, auch länger wirken. Deswegen haben wir da grün eingefärbt. Es hat potenziell hohes Gesamtvolumen, wobei man sagen, das diskutieren kann mit den 2,2 Milliarden. Es gibt freie Kapazitäten, da fängt es an, schwierig zu werden. Bekanntlich hat die Autoindustrie dann nicht so sonderlich gut vorbereitet. Es gibt im Moment nur sehr wenig Werke in Deutschland, die Elektromobile wirklich auf vollen Touren laufen lassen kann, produzieren kann. Und die sind sehr stark ausgelastet. Also da kann man sogar überlegen, ob nicht aus dem Gelb sogar fast ein Rot wird. Diese Maßnahme wird relativ wenig auf Anhieb bewirken, weil einfach die Kapazitäten in der Industrie nicht da sind. Die können gar nicht so viel mehr bewirken. Der Beschäftigungseffekt ist auch in dem Bereich mittelmäßig, weil die Produktion eines Elektromobils einfach weniger Beschäftigung braucht als die klassischen Verbrennungsmotoren. Und die makroökonomischen Multiplikatoreffekte sind auch geringer, weil ein Elektromobil halt zum Beispiel keinen Motor mehr braucht. Das sind ja so die Dinge, die klassischerweise in den Clustern in der Automobilindustrie diesen großen Multiplikatoreffekt ausgemacht haben, dass eben jedes Auto auch sehr viele Zulieferer mit beschäftigt, Autoproduktion Zulieferer mit beschäftigt. Das ist eben bei Elektromobilen auch geringer. Ich gehe jetzt nicht die einzelnen Dinge durch, das ist einfach so zur Veranschaulichung. Wir haben auch diskutiert, da gibt es sehr unter Ökonomen auch unterschiedliche Einschätzungen, das will ich nur noch kurz hervorheben. Die größte und am meisten beschriebene Maßnahme ist ja die Senkung der Mehrwertsteuer im Konjunkturpaket, die ja 20 Milliarden Euro kosten soll, dem Finanzminister. Da sind wir haben das unter anderem mit Sebastian Dulin vom IMK gemacht, diskutiert und Tom Krebs war auch dabei. Da sind wir skeptisch, was die Wirkung angeht. Schon 2020 gibt es ja jetzt viel Diskussion, weil da auch fraglich ist, wie weit die Mehrwertsteuersenkung übertragen wird, die Leute das auch wirklich zu spüren bekommen.
Und rot wird es natürlich 2021, weil die Maßnahme derzeit bis 31. Dezember beschränkt ist und ja dazu führen soll, dass vorgezogen wird. Da wird es 2021 dann einen sehr negativen Effekt geben. Wir haben dann weiter dekliniert das Thema, da zum Thema Beschäftigungseffekt. Auch da ist es eher mäßig zu erwarten, weil eben auch viele, das hat ein bisschen mit der makroökonomischen Logik zu tun, Mehrwertsteuersenkung führt nicht unmittelbar dazu, dass die Leute mehr ausgeben. Sie können das, weil sie Kaufkraft sparen, aber das ist nicht zwingend. Das begrenzt die makroökonomische Nutzung und da kann man wirklich sagen, wenn das die wichtigste Maßnahme ist, wenn die wichtigste und größte Maßnahme so einen relativ beschränkten Effekt hat, dann ist das Geld möglicherweise nicht wirklich gut investiert. Das sind nochmal die weiteren Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket. Da geht es jetzt auch um die degressive Abschreibung zum Beispiel. Das haben wir noch nicht weiter ausgefüllt. Die ist an sich ein sehr lohnenswertes Mittel, konjunkturpolitisch bewährt, weil man den Unternehmen sagt, wenn ihr eure Investitionen jetzt tätigt, dann könnt ihr das sehr viel günstiger abschreiben als sonst. Ist für Unternehmen, die gerade in einer Situation wie jetzt zögern und nicht wissen, was sie machen sollen, ein starker Anreiz, Investitionen doch durchzuziehen und damit eine stabilisierende Wirkung zu haben. Das ist eine Maßnahme, die da relativ wenig Volumen hat, aber hohe Wirkung erzielen kann. Streitfall Autoindustrie, nur kurzer Hinweis darauf, weil das natürlich hohes Streitpotenzial hat und sehr hitzig debattiert wird. Es ist natürlich aus klimapolitischer Sicht sehr eindeutig negativ, wenn man die Kaufprämie auf Verbrennermotoren ausgeweitet hätte. Andererseits muss man dem natürlich das abwägen damit, dass die Situation in der Autoindustrie weit dramatischer ist als in den anderen Bereichen. Das sind jetzt die Produktionszahlen, Industrieproduktionen, die gestern rausgekommen sind. Man sieht, das ist so der Indexwert, der unten steht, das für die einzelnen Industriebereiche, halt Maschinenbau, Metall, Chemie, Autoindustrie. Es ist nirgends so dramatisch wie in der Autoindustrie. Die Frage ist, geht das sehr schnell wieder hoch? Haben die Leute nur gewartet jetzt oder warten die Leute nur, bis sie ein Auto kaufen, bis das jetzt wieder geht, auch die Autohäuser aufhaben? Oder ist das dramatischer? Das ist, glaube ich, eine Diskussion, die in Deutschland wiederkommen wird und die bleiben wird, weil da einfach doch diese sehr hohe Verflechtung der deutschen Autoindustrie eine Rolle spielt. Fast 1 Million Arbeitsplätze in der Automobilindustrie selber und um die 2 Millionen geschätzt in der Gesamtwirtschaft, die abhängig sind von der Autoindustrie. Ich glaube, man kommt nicht umhin und deswegen wird sicherlich auch, das wird sicherlich auch erklären, warum ein grüner Ministerpräsident wie Herr Kretschmann da sensibler darauf reagiert hat, diese Frage zu stellen, weil klimapolitisch es am Ende wenig bringt, wenn wir in eine dramatische wirtschaftliche Krise laufen. Man sieht ja jetzt schon an den Umfrageergebnissen für die Grünen, wie sehr die Prioritäten der Menschen sich verschoben haben und das Thema Klima einfach da in den Hintergrund so rutschen droht, obwohl es im Moment noch sehr gut politisch verkaufbar ist. Das ist etwas, wo wir auch sehr viel darüber diskutieren, weil ein kurzfristiger Erfolg dann natürlich irgendwann tückisch wird, wenn auf Dauer aufgrund einer dramatischen ökonomischen Entwicklung das Thema Klima einfach komplett unter die Räder kommt und wir dann sozusagen einen falschen Sieg errungen hätten, wenn wir uns als Kämpfer fürs Klima verstehen wollen. Klima als Kriterium auch kurz noch durchgegangen, das sind jetzt sozusagen mal dasselbe, das Konjunkturpaket anhand der Klimakriterien. Da sieht man, dass die Innovationsprämie für das Elektromobil natürlich da positiv wirkt, dass da sehr viele grüne Felder bekommt, die Ungleichheit von Einkommen und Vermögen eher erhöhen wird, weil das natürlich alles in allem doch etwas ist, was eher für die höheren Einkommen positiv wirkt als für die niedrigen Einkommen. Wir haben die Mehrwertsteuer da sehr eindeutig negativ bewertet für die Nachhaltigkeit, Klimanachhaltigkeit, weil die Mehrwertsteuer einfach undifferenziert alle Produkte befördert und überproportional, alleine statistisch überproportional positiv wirken wird auf Klima nicht günstige Produktionen oder Nachfrage, weil es überhaupt keinen Lenkungsmechanismus darin gibt.
Daher muss man die Mehrwertsteuermaßnahme da auch als sehr negativ bewerten und ist auch, was das Transformative ein bisschen Klimaschocks angeht, natürlich völlig unsinnig. Also da das die halbe ein halbes Jahr Mehrwertsteuersenkung wird an der Transformation der Wirtschaft überhaupt nichts ändern, da wird es überhaupt nicht vorwärts gehen. Von daher muss das sehr negativ gewertet sein. Sie sehen, wir haben die Felder noch nicht alle ausgefüllt. Das ist wirklich Work in Progress, wollen das machen. Das Ziel ist, dass man am Ende wirklich in der Gesamtschau sehen kann, besser einschätzen kann und ein bisschen mehr Handwerkszeug hat, um wirklich einzuschätzen, wo sind die Maßnahmen, die wirklich beides treffen. Was hat die meisten grünen Felder in der Konjunktur und grüne Felder in den Nachhaltigkeitsthemen, um dann besser vorschlagen zu können, was eventuell auch für eine zweite Runde sinnvolle Maßnahmen sind. Womit ich beim Thema bin, den Blick nach vorne. Die Klimamaßnahmen, also die Maßnahmen, die jetzt beschlossen worden sind, sind beschlossen. Da wird man noch ein paar Wochen jetzt drüber diskutieren. Wir haben uns vorgenommen, das weiter zu begleiten und auch zu kommentieren, dass wir versuchen können, da ein bisschen Anleitung zu geben. Wahrscheinlich wird es aber dann eine zweite Runde geben. Wenn das stimmt, was wir in der ersten Analyse gemacht haben, wird das Paket nicht ausreichen, um die Konjunktur wirklich nachhaltig zu stabilisieren. Es wird dann zu sehr vielen negativen Nachrichten kommen. Und die Prognose ist im Moment, wir wissen das natürlich auch nicht, aber es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass in ein paar Monaten, ein paar Wochen vielleicht schon über ein zweites Konjunkturpaket nachgedacht wird. Und umso relevanter ist die Frage, was können wir dann dafür nutzen, und dafür wollen wir dann auch die Tabelle, die ich eben gezeigt habe, in der Matrix nochmal neu auswerten. Man kann im Resümee der ganzen Analyse sagen, es führt immer wieder dazu, zu dem Schluss, dass es vor allen Dingen in zwei Bereichen hohes Potenzial gibt, gleichzeitig makroökonomisch relevante Wirkung zu erzielen und Klimawirkung und darüber hinaus Wirkung zu erzielen. Das ist beim Thema Verkehr und Transport und in der Gebäudesanierung. Das sind die beiden Themen, die beiden Felder, die beiden Gebiete, Wirtschaftsgebiete, in denen eine hohe Wertschöpfung passiert, ob das Transport im erweiterten Sinne, natürlich auch der öffentliche Nahverkehr, Schienennetze, der Umbau der Autoindustrie in einer längeren Perspektive angeht, mit allen kurzfristigen Tücken, die ich eben ja auch schon teilweise genannt hatte, was den Übergang ist, ist das ein Bereich Verkehr und Transport, wo wir einen richtig großen Aktionsbereich etwas haben, was volkswirtschaftlich sehr relevant ist und das zu einem der Kerngebiete zählt, wo wir Transformationen machen müssen. Und Verkehrswende ist eine der maßgeblichen Bereiche. Noch evidenter, noch bedeutender ist das Ganze in der Gebäudesanierung. Da gibt es etliche Statistiken, die zeigen, der CO2-Ausstoß, der in Gebäude, durch schlecht isolierte oder schlecht funktionierende Heizungssysteme oder nicht effiziente Heizungssysteme verursacht wird, also alles, was aus diesem Gebäudebereich kommt, macht EU-weit und in Deutschland ist ähnliche Größenordnung 40% des CO2-Ausstoßes aus. Das ist ein Riesenbereich, der auch bislang sehr mäßig nur bearbeitet wird. Wenn man die Statistiken sieht, ist das eigentlich sehr frustrierend, wenn man sieht, wie wenig an dem Gebäudebestand, der eigentlich dringend saniert werden müsste, CO2-neutral gemacht werden müsste, welch geringer Teil das bislang gemacht worden ist. Das hat sehr viel mit verschiedenen, mit Anreizproblemen zu tun, dass da die Anreize nicht richtig gesetzt werden. Fakt ist, Gebäudesanierung heißt Bauwirtschaft. Bauwirtschaft ist eine sehr maßgebliche Industrie in der Wirtschaft, hat hohe Verzweigungen, hat hohe Multiplikatorwirkung, hat auch einen hohen Beschäftigungsgrad, also sehr viel Beschäftigung, relativ viel Beschäftigung gebunden und hat ein hohes Potenzial an CO2-Senkung. Diese beiden Bereiche wären eigentlich das, wenn man ein zweites Paket machen wollte und wirklich beides miteinander verbinden wollte, wo man ganz massiv noch viel mehr Gedanken rein investieren müsste. Und da gibt es auch Vorschläge, um da Konjunktur und Klima miteinander zu vereinbaren. Ich füge noch kurz an, Thema Klimaschecks und Investitionsanreizen, mit dem Dilemma, dass Klimaschecks eine Idee sind, die ich seit vielen Jahren immer wieder versuche, an den Mann zu bringen und an die Frau zu bringen. Die Idee ist da, dass man
Schecks verteilt, so wie jetzt der Kinderbonus, wie Konjunkturschecks in den USA und in anderen Situationen verteilt worden sind, um Nachfrage zu generieren, um Geld ausgeben zu ermöglichen. Das ist ja eines das Hauptziel, was wir jetzt konjunkturpolitisch haben. Das aber damit zu verbinden, dass diese Schecks gebunden sind oder einen Bonus, einen Sonderbonus bekommen, mehr Geld wert sind, wenn man sie für CO2-arme Investitionen tätigt. Also einen besonders klimafreundlichen Kühlschrank kauft oder sein Haus sanieren lässt oder ein Elektromobil kauft oder ein Fahrrad kauft. Das klingt auf Anhieb erstmal kompliziert, ist aber gar nicht so kompliziert. Die Iren haben für Investitionen mal eine Liste von 10.000 Produkten gemacht, die alle klimafreundlich sind und die bevorzugt behandelt werden. Wenn man da rein investiert, bekommt man bevorzugte Abschreibungsmöglichkeiten. Das ist möglich. Das klingt viel. Das ist eine 10.000-Produkte-Liste. Die hat sich in Irland aber als die Referenz für klimafreundliche Investitionen etabliert. Und jeder, der produziert, will da unbedingt drin sein. Also warum nicht eine Liste von klimafreundlichen Konsummöglichkeiten schaffen und den Leuten sagen, das Geld dürft ihr dafür ausgeben. Das heißt gleichzeitig, wenn das ein Scheck ist, der zweckgebunden ist, der muss dann auch ausgegeben werden. Also den kann man nicht unter das Kopf, das wird befristet, der ist eine gewisse Zeit gültig, den kann man nicht unter das Kopfkissen legen, wie halt einfach die die Senkung des Soli-Zuschlags, wenn man das Geld sich dann auszahlen lässt von der Bank. Das muss dann wirklich ausgegeben werden. Das heißt, extrem hohe Wirkung konjunkturpolitisch und wäre unmittelbar zweckgebunden an Klima. Das Ähnliche ist das Thema Investitionsanreize. Man kann sich vorstellen, wie die Iren das in Ansätzen also auch gemacht haben, Unternehmen zu sagen, ihr bekommt ganz besondere Sonderabschreibungsmöglichkeiten, ihr bekommt Boni, wenn ihr investiert in klimafreundliche Maschinen, Ausrüstungen und so weiter. Und das ist dann auch befristet, also muss nicht befristet sein, das kann dann auch dauerhaft wirken, aber das ist unmittelbar damit verbunden. Das kriegt man nur, wenn man das Geld ausgibt. Das heißt, man hat die Gewähr, das Geld wird ausgegeben und man hat auch noch was Positives für die Konjunktur getan. So, vielleicht kommt sowas in das zweite Paket auch rein. Ich werde versuchen, weiter dafür zu werben. Und das führt mich zu einer kleinen Konklusion, zu einer kleinen Zusammenfassung. Ich glaube, die Corona-Krise hat diesen Paradigmenwandel, den ich anfangs beschrieben habe, beschleunigt, womöglich stark beschleunigt. Wir reden jetzt plötzlich über Dinge, also klimafreundliche Konjunkturpakete, die vorher wirklich nur in spezialisierten Zirkeln diskutiert wurden. Wir haben aber auch noch sehr viel Potenzial auf der Lernkurve. Wir sind mitten in so einem Paradigmenwechsel. Und Paradigmen wechseln nicht über Nacht. Das sind komplexe gesellschaftliche Entwicklungen, die sich da tun, auch immer wieder Gegenbewegungen hervorrufen und Widerstand hervorrufen, aber eine Richtung haben und die Richtung ist, glaube ich, ganz gut. Und als Hoffnungswert, glaube ich, kann man wirklich sagen, dass man jetzt sehr viel mehr Klima- und Ökonomen zusammenarbeiten hat sehen können und dass das auch ein sehr positives Signal ist. Wir wollen jedenfalls mit dem Forum New Economy dazu beitragen, kleiner Aufruf da auch mal reinzugucken, was wir machen. Ich glaube, dass wir vieles da jetzt auch weiterentwickeln und dann auch Interessantes noch bieten können. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.